Ein Skandalauftritt von Miley Cyrus, nackte Tatsachen von Lady Gaga und viele schrille und schreckliche Outfits. Ja, die MTV Video Music Awards 2013 sind schon jetzt legendär. Ellie Goulding mochte es stachlig, Rita Ora fedrig und Katy Perry kam im hochgeschlossenen Leo-Kleid. Und mit Grills. Die hätten allerdings nicht sein müssen. Tja, die Damenwelt legte sich für die VMAs gestern Abend in New York so richtig ins Zeug. Bei Selena Gomez und BFF Taylor Swift ging das voll auf. Sexy, hexy und gleichzeitig stilvoll. Das kann man leider nicht von Lil' Kim sagen, weder vom Gesicht noch vom Outfit. Lady Gaga kam im, für ihre Verhältnisse, unspektakulären Lederkleid. Das schien selbst den Herrn im Hintergrund zu langweilen. Es wurde dann aber doch noch nackter. Nachdem sie die Bühne erst als Nonne betrat, ließ sie recht schnell die Hüllen fallen, bis fast nichts mehr übrig war. Wir rätseln noch immer, ob es Lady Gagas frühe Interpretation von Botticellis Die Geburt der Venus war oder doch eine laszive von Disneys Ariel, die kleine Meerjungfrau. Nun gut, eines aber wissen wir sicher. So sehr sich Lady Gaga auch anstrengte, den Skandalauftritt des Abends lieferte Miley Cyrus, als sie mal wieder twerkte. Am Schritt von Robin Thicke. Sexy war das nicht, eher peinlich und billig. Liam Hemsworth ist vermutlich vor dem Fernseher gestorben. Wie dem auch sei, die Macher der Show, wie auch Miley Cyrus, haben erreicht, was sie erreichen wollten. Man wird noch lange über den Skandalauftritt sprechen. Ach ja, und Miley, das mit der Zunge, das nervt jetzt echt.